Die Straßenlichter leuchteten in dieser ruhigen, regnerischen Nacht auf ein kleines Stück Rasen, auf dem ich Miss Tompkins durch mein Fenster im zweiten Stock allein umherwandern sehen konnte. Sie miaute wie ein nasses, kaltes, verlorenes Kätzchen und rief nach ihrem Ehemann. Ed? Eddie, wo bist du? Ich will nach Hause, Ed! Rief sie in ihrem durchnässten Nachthemd. Sie tat mir leid, aber ich wusste, dass Mr. Tompkins herauskommen und sie wieder hereinbringen würde. Sie war oft verwirrt und verließ manchmal versehentlich ihr Haus. Obwohl er an ihr Verhalten gewöhnt war, war er ebenfalls alt und kam ihr nur langsam zur Hilfe. Ich wäre vielleicht selbst herausgegangen, um ihr zu helfen, aber ich war mir nicht sicher, was ich tun konnte, ohne mich selbst anziehen zu müssen. Jedenfalls verängstigte mich die endlose, schwarze Weite des Waldes hinter meinem Haus und die Gliedmaßen, die sich in Richtung meines Zimmers ragten, um nach allem zu greifen, das seine Nase nach draußen streckte. Irgendwann wurde ich mir meiner Sichtbarkeit bewusst und schaltete das Licht in meinem Zimmer aus. Schnell wurde mir aber klar, dass Miss Tompkins es gesehen haben musste. Komm raus, Ed! Ich weiß, dass du da bist! Ed? Ich habe Angst! Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich schloss mein Fenster gänzlich, um den Ton zu unterdrücken und zwang mich zu schlafen. Nun war alles still. So still, dass selbst der Regen kaum noch Geräusche machte. Ich schwebte praktisch im Komfort meiner frischen, sauberen Decke und entschwand schnell in einen Traum. Ich hatte keine Ahnung, wo ich genau war, aber es schien ein Grillfest im Freien zu sein. Es mussten hunderte Menschen auf der weiten, grünen Fläche im Park gewesen sein. Einige saßen in ihren Fahrzeugen, die alle weit voneinander entfernt im Gras geparkt und von bunten Picknickdecken getrennt waren. Ich hatte versucht, jemanden zu finden, den ich kannte, aber plötzlich tauchte ein neugieriger Hund auf, der mich begrüßte. Seine Besitzerin, ein Mädchen, das in einem offenen Jeep saß, begann ein Gespräch mit mir. Sie entschuldigte sich zuerst für ihren Hund, aber ich sagte ihr, wie sehr ich Hunde liebte. Ich konnte sie stundenlang streicheln und mich kümmerte es nicht einmal, ob ich geleckt wurde oder dass sie nach Hund rochen. Aber nicht einmal das frisch gemähte Gras konnte ich riechen. Der Park, der Hund, das Mädchen, alles roch etwas nach Weichspüle. Aber alles änderte sich, als ich in der Ferne eine riesige schwarze Gestalt sah. Eine plötzliche kalte Brise wehte an mir vorbei und die Gestalt kam näher. Es war der größte und hässlichste Hund, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und das nicht einmal an normalen Maßstäben gemessen. Er war fast 2 Meter hoch und musste wohl 1 Tonne gewogen haben, so breit wie er war. Auch sein Gesicht war abartig. Aber nicht, weil es von Kämpfen verunstaltet wurde, sondern weil es von Geburt an missgestaltet schien. Seine Ohren fehlten, seine Augen wirkten blass und tot und seine Schnauze war unförmig und hing in Fetzen hinunter. Sein Anblick ließ meinen Magen sich umdrehen. Er kam weiter auf mich zu und lief direkt durch den Jeep, in dem das Mädchen saß. Obwohl ich sah, wie ihre Oberschenkel praktisch zerquetscht wurden, kümmerte es sie scheinbar nicht und sie schrieb weiter an ihrem Handy, als wäre nichts gewesen. Sein Geruch war abscheulich deutlich. Wie der unverkennbare Geruch eines nassen Hundes, gepaart mit einem verwesenden Gestank. Der Riese setzte sich neben mich und ragte nur wenige Zentimeter über meinem Kopf und schnaufte mir in mein Gesicht. Sein Atem roch faulig. Zu meiner Überraschung drückte er jedoch seinen Körper sanft gegen meinen. Ich fühlte sein schockierend weiches Fell, als ich das Tier streichelte und meine Hand über die tausende von Wassertropfen auf seinem Rücken streifte. Die Art und Weise, wie es bei jeder Berührung zusammenzuckte, machte mir klar, dass dieses Tier irgendwann mal misshandelt worden sein musste. Wer konnte wohl gegen ein Tier dieser Größe bestehen? Obwohl es sich in meiner Nähe zu entspannen begann, wurde ich mir immer mehr der scharfen Zähne in seinem kräftigen Kiefer und den dicken Muskeln unter seinem Fell bewusst. Ich schaute auf den großen schwarzen Hund vor den flachen grünen Weiden und dem blauen, sonnigen Himmel. Sein Kopf hing nach unten und sah von mir weg, so als könne er meine wachsende Angst spüren. Vielleicht war ihm Ablehnung nur allzu vertraut und er verschwand hinter einem der Autos. Der Geruch hielt jedoch an und klebte immer noch in meiner Nase, bis ich endlich aufwachte. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit in meinem Zimmer und meine anderen Sinne kehrten mit den sanften Prasseln des Regens in die Welt der Wachen zurück. Wieder roch ich den Duft der frisch gewaschenen Decke, als ich erleichtert aufatmete. Ich hoffte, der Regen würde mich wieder einschlafen lassen, aber ich hatte Angst, in denselben Traum zurückzukehren, in dem der Hund auf mich wartete. Mein Zimmer war kälter, als es hätte sein sollen und der Regen war eher irritierend als ein beruhigendes Prasseln.
Letztendlich wurde mir klar, warum meine nachdenkliche Pause zu einer schrecklichen Offenbarung wurde. Ich sprang aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Miss Tompkins war verschwunden. Dafür war an ihrer Stelle eine schwache, rote Pfütze in dem Licht der Straßenlaterne zu sehen. Ich knallte das Fenster zu und schloss es fest ab. Ein Teil von mir weiß, was mit ihr passiert ist, aber ich kann es mir unmöglich eingestehen. Ich bete nur, dass ich mein Fenster nicht ein drittes Mal schließen muss.